Denver im US-Bundesstaat Colorado. Zum Wahlparteitag der US-Demokraten steht die Stadt am Fuße der Rocky Mountains im Rampenlicht. Dieses Stadion mit 75.000 Plätzen dient als Kulisse für die Kür von Präsidentschaftskandidat Barack Obama. Hier gilt die höchste Sicherheitsstufe genauso wie im Pepsi Center, wo der Rest des Parteitages über die Bühne geht. 15.000 Medienvertreter werden erwartet, vor allem die US-Sender trumpfen auf, manche haben sogar eigene Restaurants aufgebaut. Im Hauptsaal ist alles bereit für die Redner. Den Auftakt machen Obamas Frau Michelle und Senator Ted Kennedy, der Bruder des legendären US-Präsidenten. Als Parteivorsitzender inspiziert Howard Dean den Tagungssaal. Die 4.200 stimmberechtigten Delegierten der Demokraten sind nach Bundesstaaten aufgeteilt. In diesem Saal werden sie Obama als ersten schwarzen Kandidaten für das Weiße Haus nominieren. Ein historisches Ereignis, 100 Jahre nach dem ersten Demokratenparteitag in Denver.